Hallo und herzlich willkommen. Heute möchten wir euch die Servicestelle Barrierefrei Studieren vorstellen. Wie ihr vielleicht schon wisst, trägt jede österreichische Universität gemäß Universitätsgesetz zur Verwirklichung der Grundsätze zur Lernfreiheit und sozialer Chancengleichheit im Studium für Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung bei. Daher gibt es an der Technischen Universität Graz seit 2012 die Servicestelle Barrierefrei Studieren. Wir haben uns das Ziel gesetzt, Barrieren für Studierende mit psychischen oder physischen Erkrankungen zu beseitigen und Inklusion im universitären Setting zu fördern. Unsere Mission ist es aber nicht nur Studierende zu unterstützen, sondern auch Mitarbeiterinnen und Lehrende. Außerdem bieten wir Beratung, Sensibilisierungsveranstaltungen, Studienunterstützung, Veranstaltungen für Studierende und viele weitere Unterstützungsangebote an. Wir nehmen euch heute in unseren Arbeitsalltag mit. Vielleicht könnt ihr euch so ein besseres Bild von unseren Tätigkeiten machen und die eine oder andere Frage bereits für euch beantworten. Kommt mit! Hallo, ich bin Maria und arbeite als Professorin an der Technischen Universität. Ich hätte eine Frage an euch. Ich bin mir nicht sicher, ob und welche Studierende einer Lehrveranstaltung ich an euch verweisen kann. Könnt ihr mir bitte aufzählen, wer von euch unterstützt wird? Sehr gerne! Es ist so, dass ca. 12% aller Studierenden eine oder mehrere Beeinträchtigungen haben, die sich einschränkend auf ihr Studium auswirken. Grundsätzlich unterstützen wir alle Studierenden mit Behinderung und/oder chronischer psychischer Erkrankungen im Studium. Dafür legen wir bei einem ersten Beratungsgespräch die individuellen Rahmenbedingungen und notwendigen Unterstützungsangebote fest. Aktuell gibt es Angebote für Studierende mit Autismus-Spektrum-Störung, ADHS, Sehbehinderung und Blindheit, Mobilitätseinschränkung, psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Prüfungsängsten oder Panikattacken, chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder Krebserkrankungen, Sprach- und Sprechbehinderungen, Lernschwäche, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwäche, Akutes und Verletzungen aufgrund von Unfallfolgen. Gehörlose und schwerhörige Studierende können sich an unsere Kolleginnen der zentralen Servicestelle Gehörlos und schwerhörig erfolgreich studieren, kurz GESTU Graz, wenden. Und brauchen Studierende einen Nachweis, damit sie von der Servicestelle barrierefrei studieren unterstützt werden? Das ist eine gute und wichtige Frage. Um die Unterstützungsangebote der Servicestelle in Anspruch nehmen zu können, brauchen wir einen Nachweis, der die Funktionsbeeinträchtigung für das Studium bescheinigt. Dieser kann von einer Fachärztin oder von einem Facharzt, Psychologen oder Psychologin oder Psychotherapeut, Psychotherapeutin unterzeichnet werden. Hallo, ich bin Ralf. Ich habe Asperger-Autismus. Dadurch habe ich mit einigen Herausforderungen im Studienalltag zu kämpfen. Welche Unterstützungsangebote könnt ihr mir anbieten? Hallo Ralf, schön, dass du zu uns gefunden hast. Alle unsere Unterstützungsangebote werden individuell auf die Studierenden angepasst, abhängig davon, mit welchen Herausforderungen du konfrontiert bist. Diese Angebote kommen häufig bei Studierenden mit Asperger-Autismus zum Einsatz. Abweichende Prüfungsmethode. Vielleicht kannst du dich beim Schreiben von Prüfungen in Anwesenheit anderer Studierender schlecht konzentrieren. Hier gibt es die Möglichkeit, die Prüfung in einen separaten Raum direkt bei uns in der Servicestelle zu schreiben. Zusätzlich steht dir eine Prüfungszeitverlängerung von 25% zu. Tafelrechnen und Präsentationen. Sollte es für dich unangenehm sein, vor anderen Studierenden vorzurechnen oder etwas zu präsentieren, kannst du deine Ergebnisse auch vor oder nach der Einheit dem Vortragenden, der Vortragenden präsentieren. Mitschreibhilfe. Wenn es für dich schwierig ist, den Inhalt der Lehrveranstaltung zu folgen, bieten wir eine Mitschreibhilfe an. Und wie kann ich zum Beispiel eine solche abweichende Prüfungsmethode beantragen? Dazu müssen Studierende mindestens 2 Wochen vor der Prüfung eine E-Mail an die Servicestelle Barrierefrei Studieren oder an die jeweilige Lehrveranstaltungsprüfungsleitung schreiben. Das Team der Servicestelle Barrierefrei Studieren wird anschließend mit der Lehrveranstaltungsprüfungsleitung die notwendigen Rahmenbedingungen und Abweichungen besprechen. Hallo, ich bin Sophia und studiere im 2. Semester Physik. Teilweise studiere ich auch an der Universität Graz. Durch meine Lese- und Rechtschreibschwäche brauche ich aber mehr Zeit zum Erfassen der Inhalte und zum Kontrollieren der Rechtschreibung. Kann ich die abweichende Prüfungsmethode auch in Anspruch nehmen? Ja, genau. Auch du kannst das Angebot in Anspruch nehmen.
Es gibt einen entsprechenden Paragraphen im Universitätsgesetz, der das Recht auf eine abweichende Prüfungsmethode für Studierende, die aufgrund einer chronischen Erkrankung, Behinderung oder Beeinträchtigung im Studium einen Nachteil erleben, regelt. Für Prüfungen und Lehrveranstaltungen an der Karl-Franzens-Universität kannst du dich an das Zentrum Integriert Studieren wenden. Dort kümmert man sich um die gleichen Anliegen wie hier bei uns. Hallo, mein Name ist Michael und ich habe eine Hörbeeinträchtigung. Deswegen kann ich Lehrveranstaltungen oft nur schwer folgen. Gibt es für mich auch passende Unterstützungsangebote? Natürlich gibt es auch für dich passende Unterstützungsmöglichkeiten. Im ersten Schritt sollten wir dazu mit dir abklären, welche Rahmenbedingungen du für die Lehrveranstaltungen brauchst. Dann sollten wir festlegen, wo für dich im Raum die besten Lichtverhältnisse und die wenigsten Nebengeräusche entstehen. Lehrende informieren wir darüber, worauf sie in der Lehrveranstaltung genau achten sollen. Zum einen sollte der Blickkontakt beim Sprechen immer an das Publikum gerichtet sein, also niemals zur Tafel sprechen. Zum anderen sollte Gesagtes aus dem Publikum wiederholt werden. Und außerdem verfügt die Servicestelle Barrierefrei Studieren über technische Hilfsmittel, die du dir gerne für die Lehrveranstaltung ausleihen kannst. Kannst du Gebärdensprache? Dann kannst du über die Servicestelle Gestu Graz Gebärdensprachdolmetscher und Dolmetscherinnen buchen. Dort gibt es auch gebärdensprachkompetente Personen, die dich gerne beraten. Mir hat das Team der Servicestelle Barrierefrei Studieren sehr weitergeholfen. Leider habe ich aufgrund meiner chronischen Erkrankung, wegen Therapieaufenthalten oder Krankheitsschüben nicht immer alle Abgabefristen oder die Anwesenheitspflicht erfüllen können. Gemeinsam mit den Lehrbeauftragten haben wir uns dann Ersatzarbeiten und Fristverlängerungen als abweichende Prüfungsmethode überlegt. Wie man sieht, sind unsere Unterstützungsangebote sehr individuell und werden immer gemeinsam mit der jeweiligen Person definiert. Hier noch einmal ein Überblick der häufigsten Unterstützungsangebote. Prüfungsadaptierungen und Prüfungszeitverlängerungen, Organisation von Mitschreibhilfen, Modifizierung von Lehrveranstaltungen und Sensibilisierung von Lehrenden. Wenn ihr herausfinden wollt, wie ihr Studierenden einen barrierefreien Zugang zu Lehr- und Lerninhalten ermöglichen könnt, stehen wir gerne jederzeit für ein Beratungsgespräch zur Verfügung. Außerdem haben wir einen Leitfaden für inklusive Lehre konzipiert. Alle notwendigen Rahmenbedingungen und Unterstützungsangebote, abhängig von der Behinderung, chronischer oder psychischer Erkrankungen, sind darin genau erläutert. Für Studierende mit Sehbehinderung ist es sehr wichtig, dass Dokumente auch von Screenreadern gelesen werden können. Dazu haben wir einen weiteren Leitfaden entwickelt, der euch Schritt für Schritt durch die barrierearme Dokumentenerstellung führt. Die Links zu den Leitfäden findet ihr in der Videobeschreibung. Damit sind wir am Ende unseres Überblicks über die Servicestelle Barrierefrei Studieren angelangt. Falls ihr noch weitere Fragen habt oder unsere Unterstützung braucht, könnt ihr uns gerne jederzeit kontaktieren. Bei uns ist jeder und jede willkommen. Wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Video. Bis dahin verabschieden wir uns von euch.